Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Leuchtfeuerbox von Schandmaul. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Leuchtfeuer von Schandmaul, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 9. Album der Band. Wir haben hier eine graue quadratische Box, etwas flach. Auf dem Deckel haben wir hier ein sehr spannendes Cover. Und zwar ist das Ganze zum einen mal in so einer Hochglanzoptik. Hier oben, wenn man es dann entsprechend ins Licht hält, ich hoffe, man kann es hier so halbwegs erkennen, ja, sieht man dann oben auch noch den Schandmaul-Schriftzug. Und darunter haben wir dann das Artwork zum Album. Und zwar haben wir hier so ein Herz, geformt aus diesen schwarzen Elementen hier. In der Mitte dann noch ein Schwert. Und rund um dieses Herz weiße Flammen. Also dieses Herz steht wirklich hier in Flammen. Ansonsten hier rundum in hellgrau gehalten. Und auf der Unterseite haben wir die Infos zu dieser Box bzw. zum Album. Und zwar lesen wir hier CD1, das ist die Tracklist. Also wir haben hier auf CD1 17 Tracks. CD2, auf diese haben wir noch 13 Demos. Also das sind so die Demos vom Album. Hier zum Beispiel der erste Track, der ist hier als Demo auch mit drauf. Dann haben wir hier die DVD Leuchtfeuer hinter den Kulissen, also so ein Making-of quasi. Und dann haben wir hier noch die beteiligten Labels und natürlich einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Deckel ist abnehmbar. Von innen die Box hier in schwarz und hier haben wir auch noch jede Menge so Formen, so geometrische Formen aufgezeichnet. So, dann haben wir hier einen schwarzen Stofffaden, so einen schwarzen, wie nennt man das hier, so eine Lasche. Kann man hier entsprechend aufmachen oder anheben und dann tut man sich hier leichter, den Boxinhalt rauszuheben. So, damit hätten wir den ganzen Boxinhalt rausgeholt. So sieht das von innen aus, also auch hier wieder in schwarz. Sowohl diese geometrischen Formen, die wir hier vom Deckel kennen, als auch das Artwork hier wieder, allerdings hier jetzt komplett in schwarz. Also dieses Herz steht jetzt nicht mehr in Flammen, ist hier mehr oder weniger so vergittert und eingerahmt. So, dann machen wir das mal wieder zur Seite und packen auch den Boxdeckel wieder drauf. So, die Box derweil rüber und dann schauen wir mal, was sich hier alles in dieser Box befindet. Denn wir haben zum einen hier einmal ein dickes Artbook oder ein Earbook. Jawohl. Dann haben wir eine Doppelvinyl hier im Gatefold und ein Poster. So, das sind die Inhalte. Wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich. Das befindet sich hier in diesem Fall in diesem Earbook. Design kennen wir schon, also hier dieses schwarze Herz vergittert. Auf der Seite Schandmaul Leuchtfeuer zu lesen und auf der Rückseite sehen wir das hier. Also auch wieder dem Artwork entsprechend so eine schwarze. Ja, was soll das sein? Eventuell eine Art Leuchtturm. Auf jeden Fall sehr interessant, wie das hier aussieht. So, dann schauen wir mal rein. Als erstes haben wir hier auf der ersten Seite die CDs und die DVD. Bedeutet CD1, das ist diese hier. Das ist das Album. Hier lesen wir es auch ganz klein, Leuchtfeuer. Besser wahrscheinlich so rum. Also, das ist die Album-CD Leuchtfeuer. Dann haben wir die CD2. Auf dieser befinden sich die Demos, die 13 Demos. Sieht so aus. Und dann haben wir noch Nummer 3 und das ist in diesem Fall die DVD. Also, das ist dieses hinter den Kulissen, diese Dokumentation. Ist hier ab 6 Jahren freigegeben und auch die findet hier Platz. Also 2 CDs und die DVD. Dann kommen wir hier
zu der ersten richtigen Seite. Also wir haben hier so eine ziemlich wilde, eine raue See. Die Wellen schlagen hier hoch. Dann geht's hier los. Zum einen auf der linken Seite ein Foto der Band. Also alle Bandmitglieder, die haben sich hier gemeinsam in dieses kleine Bötchen hier zusammengestopft. Das ist recht kuschelig. Dann haben wir hier mal eine Widmung. Also hier geht's los mit Hallo ihr. Da geht's los, so das Vorwort. Genau, hier steht's auch. Könnt ihr euch natürlich gerne anhalten und durchlesen dann. Dann geht's hier weiter. Die einzelnen Bandmitglieder im Porträt. Auch hier wieder diese Artwork-Elemente mit integriert. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks nochmal Wort für Wort abgetippt. Also, hier kann man dann jeden Track nochmal einzeln nachlesen oder mitlesen. Das zieht sich jetzt so durch. Also jeder Song hat hier eine eigene Seite und natürlich haben wir weiterhin auch Artwork sowie auch Bandfotos oder Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Und ja, dieses Design zieht sich jetzt so durch. Wunderbar. Genau, hier haben wir dann nochmal die Info zu den einzelnen Bandmitgliedern, also alle 6 Personen hier, die 4 Herrschaften und die 2 Damen, hier nochmal namentlich aufgelistet, inklusive der Information, welche Funktion, welches Instrument sie in dieser Band haben. So, dann geht's weiter. Die schwarze Perle. Und das war's. Und zum Abschluss haben wir dann hier auf der letzten Seite noch die gesamten Credits zum Album. Hier kann man bei den einzelnen Liedern noch nachlesen, wer woran wie beteiligt war. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal die raue See. Gut, so viel zu diesem E-Book. Dann kommen wir weiter, denn wir haben das Album nicht nur auf CD, sondern wir haben hier dann tatsächlich auch noch eine Doppelvinyl. Die kommt hier in einem schwarzen Gatefold. In diesem Fall das Cover. Hier auch wieder dieses flammende Herz, allerdings hier in komplett weiß. Auf der Seite Schandmaul Leuchtfeuer zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also auf der ersten Vinyl haben wir 3+4 Songs und auf der zweiten Vinyl 3+3. Also gibt es 6+7, also 13 Songs. Darunter etwas schwer zu lesen hier in Grau. Wieder die Beteiligten, also die Labels. Dann schauen wir mal rein. So sieht das hier von innen aus. Ziemlich düster hier so vom Artwork. Und wir haben in der ersten Stecktasche natürlich Vinyl Nummer 1. Schauen wir mal, ob hier noch was drin ist, aber ich glaube nicht, nein. Und dann haben wir hier Stecktasche Nummer 2. Hier gibt es die zweite Vinyl und auch die schauen wir uns mal an. So, das kommt hier jeweils in bedruckten Vinyl-Sleeves, also diese Papiercover hier, in denen sich die Vinyls befinden, die sind jeweils gestaltet in Silber und Weiß. So, das ist Vinyl Nummer 1. Geht hier mit der A-Seite los und dann geht's auf die B-Seite. Ist hier dann auch nochmal entsprechend mit Artwork versehen. Klassische schwarze Vinyls. Und es sind 10-Inch-Vinyls. Also nicht diese reguläre Albumgröße, aber deswegen haben wir auch eine Doppelvinyl. Es ist eine 10-Inch-Vinyl. Da passt nicht ganz so viel drauf wie auf die großen, aber doch auch entsprechend 3-4 Tracks pro Seite, wie wir sehen. Das ist die C- und die D-Seite dann. Und hier gibt es auch wieder Artwork zu sehen. Gut, dann packen wir das Ganze hier wieder in die Vinyl-Sleeves. Und dann kommen wir, wenn wir die Vinyl da reinbekommen, so jetzt, zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir unter diesen Vinyls auch noch ein Poster beiliegen. So, das schauen wir uns auch noch an. Klappen wir mal auf.
Und zwar sieht das so aus. Es ist in hellgrau gehalten, also generell so wie die Box oder das Artwork hier in diesem hellen Grau. Dann lesen wir unten recht groß Schandmaul Leuchtfeuer. Und wenn wir dann weiter hochschauen, ich werde das hier mal kurz falten. Genau, dann haben wir hier wieder das bekannte Logo, dieses Artwork zum Album. Das flammende Herz hier in Schwarz und Weiß auf diesem grauen Untergrund. Ja, das Poster ist einseitig bedruckt, denn wie wir sehen können, die Rückseite weiß. Und wir haben hier ein Poster im Hochformat. So, dann werden wir mal schauen, wie wir das am besten wieder zusammenklappen. Ich glaube, ja, genau so. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dann haben wir dieses Gatefold hier mit der Doppel-Vinyl. Einmal und zweimal, also die beiden 10-Inch-Vinyls hier mit 13 Tracks. Und natürlich das Earbook hier mit dem Album Leuchtfeuer mit 17 Tracks. Den Demos auf Bonus-CD, also auf CD 2 mit 13 Tracks und der DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Leuchtfeuer von Schandmaul. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schandmaul unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.